Hiller Sogger hat ganz genau hingehört. Ja, eigentlich Rolf, der Mann für die besonderen Momente, heute leider nur im Interview aus Hamburger Sicht. Ja, verletzt, Muskelfaserriss in den Adduktoren. Sie haben das ja alles mit angeguckt, ne? Ist der HSV in der Lage, diesen Druck auch heute aufzubauen, unter diesem Druck? Ja, na klar, also ich hoffe es natürlich, dass die Jungs alles geben werden und mit dem Druck klarkommen. Ich glaube, dass der Druck mehr bei den Wolfsburgern liegt, weil die heute mehr zu verlieren haben als wir. Wir stehen auf dem Relegationsplatz. Wir können nicht mehr direkt absteigen, deswegen hoffe ich einfach, dass wir mit dem positiven Gefühl von Schalke letzte Woche und den Fans im Rücken heute ein super Heimspiel abliefern werden und ja, hoffentlich direkt in der Liga bleiben werden. Ja, Sie sind doch eigentlich der Mann für die besonderen Momente. Jetzt in der Schlussphase auf Schalke das 1:1 gemacht und wir könnten uns noch mal was angucken. 2014 in Fürth, als Sie für die Führung gesorgt haben. Und da endete 1:1 und Sie blieben drin. Was war das für ein Moment für Sie? Ja, natürlich ein Moment, den ich in meinem Leben nie vergessen werde, weil ja, es war ein absolut wichtiges Tor und ich bin froh, dass ich ja, damals dabei gewesen bin und den Ball reingemacht habe. Und ich wäre heute ja, so gerne dabei gewesen und hätte versucht, der Mannschaft zu helfen. Aber ich hoffe einfach, dass Sie ja, das heute in 90 Minuten klären und wir ja, um 17.15 Uhr circa den Klassenerhalt feiern können. Waren Sie eigentlich auch mit in Rothenburg im Trainingslager? Nee, ich war nicht dabei, weil ich mich habe behandeln lassen. Und deswegen weiß ich nicht hundertprozentig, wie natürlich gerade die Stimmung ist. Aber ich hoffe, dass Sie sich nochmal gut eingeschworen haben und Gas geben werden heute. Ja, aber was ist da los? Ich meine, hier sind 57.000. So, und dann geht man auf den Platz. Der Kopf, das spielt doch auch alle eine Rolle, oder nicht? Ja, ich glaube einfach, dass das wird das Entscheidende sein, dass man die Unterstützung der Fans heute ja, als positiv nimmt und sich davon tragen lässt. Und, ja, ich hoffe, dass die Jungs ihren Kopf ausschalten und einen Sieg einfahren heute. Haben Sie das mit der Busankunft mitgekriegt, wie die da empfangen worden sind von den Fans? Ja, ich habe es ja vor ein paar Jahren live miterlebt und es ist einfach atemberaubend und man kriegt eine Gänsehaut im Bus, wenn man sieht, wie die Unterstützung der Leute ist. Und ja, wie gesagt, ich bin echt traurig, dass ich heute nicht dabei sein kann, weil ich glaube, es wird ein richtig geiles Spiel, Leute. Aber ein Schiedsrichter ist dabei, Manuel Gräfer, da lachen Sie schon. Was haben Sie denn im ersten Augenblick gedacht? Naja, ich glaube, ja, dass Manuel Gräfer ein super Schiedsrichter ist und man darf ihm da jetzt auch Jahre später nicht irgendwie was nachsagen oder ihn kritisch sehen. Und ja, ich finde es einfach schade, dass ja, immer so ja, darum diskutiert wird, ob es der Richtige ist oder nicht. Ich glaube, er ist ein super Schiedsrichter und wird seinen Job heute überragend machen. Ja, jeder hat auch die Chance verdient oder so. Wir werden abwarten. Natürlich wird er beäugt werden, das ist klar. Ne? Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, solche Momente, Sie nicht dabei, wer soll es denn machen? Ja, ich glaube, wir haben einen super Kader und ja, ich wünsche mir heute einfach, dass wir das Ding frühzeitig entscheiden und wer am Ende das Tor macht, ist eigentlich egal. Ja, deswegen, ich hoffe einfach, dass wir gewinnen und wir haben 11 Spieler auf dem Platz, die das heute richten werden. Und wenn nicht, ich meine, der HSV, die Fans haben alle gesagt, ja gut, so große Sorgen machen wir uns nicht. Also Relegation kann man doch. Ja, gut, mittlerweile haben wir sehr erfahrene Spieler in der Relegation, was auch selten vorkommt. Aber ja, vielleicht, wenn es blöd laufen sollte, wovon wir heute nicht ausgehen, dann müssen wir halt in die Relegation und da 2 Spiele abliefern und in der Liga bleiben. Und vielleicht sind wir auch die erste Mannschaft, die einen Relegationsstern bekommt dann. Da wären Sie aber nicht dabei, das geht nicht so schnell, ne? Ja, das kann ich jetzt heute noch nicht sagen, weil ich davon ausgehe, dass wir heute das Spiel gewinnen. Aber ansonsten werde ich mir den Arsch aufreißen und versuchen, nächste Woche dabei zu sein. Ja, das ist auch gut. Vielen, vielen Dank. Gute Besserung, Pierre-Michel Lasogga. Danke. So, ihr beiden wieder.